Die Sonne schien hell durch mein Schlafzimmerfenster, als ich durch das laute Piepen meines selbstgebauten Weckers aufwachte. Mühsam rollte ich mich aus dem Bett und stolperte zur Dusche, in der Hoffnung, sie würde mich wachkriegen. Ich hatte nämlich einen wichtigen Tag vor mir. Heute war der Tag, an dem ich mein Praktikum in der KI beginnen würde. Von diesem Tag träumte ich schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren. Es begann in der Highschool, als ich einen Robotikkurs belegte. Ich verliebte mich schnell in alles, was dieser Bereich zu bieten hatte. Als ich mich für das College bewarb, war es für mich eine leichte Entscheidung, was mein Hauptfach anging. Die Schule, an der ich angenommen wurde, war wunderbar und das Programm bereitete mich auf meinen großen Traum vor. Ein Kurs über künstliche Intelligenz ebnete mir den Weg zu meinem jetzigen Ziel. Während meines Studiums habe ich unglaublich hart gearbeitet, um in ein angesehenes Informatikprogramm aufgenommen zu werden. Dieses war für seine KI-Praktikumsmöglichkeiten bekannt. Im Laufe des Sommers wurde ich schließlich in das beste Programm des Landes aufgenommen. Ich hatte nämlich nach meiner Lieblingsprofessorin in diesem Bereich gesucht, Lucia de Grasso. Ich hatte sie gefragt, ob sie Möglichkeiten für Leute wie mich hätte, dass man irgendetwas von ihr lernen kann. Und ich war schockiert, wie schnell sie sich bei mir meldete. Sie erzählte mir, dass sie genau das Richtige für mich hätte, aber es sei ein brandneues, streng geheimes Projekt, von dem niemand etwas wüsste. Nicht einmal die Universität. In der Tat war sie die Einzige, die im Moment daran arbeitete. In ihrer Nachricht teilte sie mit, dass sie einige Nachforschungen über mich angestellt hatte. Aufgrund meines Werdegangs wusste sie, dass ich die perfekte Person für diese Aufgabe war. Und ich war überglücklich. Ich schickte ihr sofort eine E-Mail und bekam die Stelle für den Herbst. Es war mein Traum gewesen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten und nun ging mein Traum endlich in Erfüllung. Nach einer Tasse Kaffee und einer kalten Dusche war ich wach und bereit. Ich vergewisserte mich, dass ich die richtige Adresse hatte und fuhr mit meinem Roller ein paar Blocks hinter den Campus zu einem Gebäude, das ich noch nie gesehen hatte. Es sah alt und neu zugleich aus, fast so, als wäre es zwar gebaut, aber nie wirklich benutzt worden. Als ich das graue Gebäude sah, dachte ich an alles, was ich in diesen Mauern lernen und tun würde. Wer wusste schon, ob ich vielleicht die nächste Lucia sein würde? Es war so aufregend, dass ich es kaum zurückhalten konnte. Ich ging eine Rampe zum Gebäude hinauf und suchte auf einer großen Tafel nach der richtigen Büronummer. Es erwies sich als einfach, denn die Tafel war seltsamerweise leer, abgesehen von der Stelle, die ich suchte. Ich betrat den Aufzug und war sofort schockiert, wie hochmodern er war. Er stand im völligen Gegensatz zur Lobby des Gebäudes und ich wusste einfach, dass Lucia etwas damit zu tun haben würde. Also quietschte ich vor Vorfreude. Als ich in der richtigen Etage angekommen war, erwartete mich noch mehr erstaunliche Technik. Ich wanderte langsam umher und nahm alles in mich auf. Ich starrte auf einen Roboter, den ich wiedererkannte. Es war der erste, den Lucia je gebaut hatte. Während ich ihn bewunderte, hörte ich auf einmal eine Stimme hinter mir. »Ich weiß, es ist noch nicht wirklich gemütlich hier.« Ich drehte mich um und sah Lucia mit einem Lächeln im Gesicht. Ihr Verhalten war etwas unbeholfen, als sie ihre Hand ausstreckte, um meine zu schütteln. Aber das war nicht schockierend. Die meisten Leute in diesem Bereich sind nicht für ihre sozialen Fähigkeiten bekannt. Ich schüttelte also ihre Hand, die kalt und etwas klamm war, vermutlich weil sie den ganzen Morgen mit Metallteilen gearbeitet hatte. »Wir müssen alle irgendwo anfangen«, erwiderte ich und versuchte zu verbergen, wie besessen ich von ihr war. Sie war mein Idol. »Ich bin übrigens Hannah«, fuhr ich fort und stellte mich vor. »Ich weiß, wer du bist, Hannah«, sagte sie freundlich. »Ich bin aufgeregt, dich endlich persönlich kennenzulernen.« »Nicht so aufgeregt wie ich«, platzte es aus mir heraus. Ich war wohl nicht so gut darin, meine wahren Gefühle zu verbergen. Sie winkte mit der Hand und gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen. Ich stellte mich hinter sie und war schockiert, wie klein sie war. Unter ihrem weißen Laborkittel lugte eine Jeans hervor. Ich war froh zu sehen, dass sie etwas legerer angezogen war. Sie nahm mich mit auf einen kleinen Rundgang durch die Einrichtung und zeigte mir verschiedene Prototypen von Dingen, die sie hergestellt hatte. Sie erläuterte jedes noch so kleine Detail zu jedem von ihrer Projekte, was mich mehr als begeisterte. Schließlich kamen wir in ihrem Büro an, wo wir uns gegenüber saßen. Sie sah mich einen Moment lang an und ich sah sie an. Ich nahm ihre Gegenwart in mich auf. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, was für eine Heldin sie für mich ist. Aber ich war mir nicht ganz sicher, was sie gerade da tat.
Es schien, als würde sie ihre Gedanken ordnen, aber es machte Sinn, denn wir hatten noch eine Menge zu erledigen, bevor ich mich in die Arbeit stürzen konnte, die sie für mich auf Lager hatte. Zunächst tauschten wir einige Höflichkeiten aus, sie fragte mich zum Beispiel nach meiner Schule. Dann zog sie einen dicken Stapel Papierkram hervor, den ich durchsehen sollte. Ich fühlte mich etwas gedrängt, alle Seiten sofort zu unterschreiben, aber ich starrte sie erstmal eine Minute lang an, bevor ich begann. Ich zögerte ein wenig, denn ich hörte die Ratschläge meiner Mutter in meinem Kopf, die mir immer sagte, ich solle niemals etwas unterschreiben, ohne es vorher gründlich gelesen zu haben. Das ist ganz normaler Papierkram, Genehmigung für alle Praktika, Informationen darüber, wer die Rechte an allem hat, was wir entdecken und natürlich ein paar Geheimhaltungsvereinbarungen, sagte sie, als sie mein Zögern bemerkte. Ich nickte und dann unterschrieb ich schnell. Als nächstes zückte sie einen Plan für unsere gemeinsame Arbeit. Sie ließ mich wissen, dass wir, wenn alles gut lief, im nächsten Semester weitermachen konnten oder die Arbeit bis zum Abschluss meines Studiums fortsetzen könnten. Der Gedanke daran war so aufregend. Das war alles, wovon ich je geträumt hatte. Als nächstes, sagte sie vorsichtig, möchte ich mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ja klar, was ist es? Ich konnte mir persönlich nichts Wichtigeres vorstellen als all das, worüber wir bereits geplaudert hatten. Ein Teil unserer Forschung hier nimmt Informationen direkt aus unserem Gehirn, sagte sie und zeigte auf eine kleine Beule hinter ihrem Ohr. Ich habe etwas implantiert, um der KI zu helfen, das menschliche Gehirn zu verstehen. Dadurch funktioniert sie viel schneller als alles, was man bisher gesehen hat. Und das ist wirklich wichtig, um unser Feld voranzubringen. Aber das ist auch der Grund, warum meine Einrichtung geheim gehalten wird. Die Regierung ist begeistert von der Nutzung des menschlichen Gehirnes, wenn es um die KI geht, die von unabhängigen Wissenschaftlern erforscht wird. Sie wollen den Markt dafür kontrollieren, damit sie die Kontrolle haben. Das, worum ich sie bitte, ist keineswegs illegal, aber einigen mächtigen Leuten wird das nicht unbedingt gefallen. Oh, das ist seltsam, sagte ich und begann mich zu fragen, warum ich dort war. Dennoch war ich überwältigt von der bloßen Chance, mit Lucia zu arbeiten, und es gab nicht viel, was sie sagen konnte, um mich von der Stelle abzubringen. Hannah, ich habe mich gefragt, ob du dir vielleicht auch ein Mikrochip implantieren lassen willst, fragte sie mich mit einem höflichen Ton in der Stimme. Du musst dich auch nicht sofort entscheiden oder direkt Ja sagen, aber ich verspreche dir, dass du in die Geschichte eingehen wirst, wenn du es tust. Ich saß einen Moment lang da und verstand, was sie da von mir verlangte. Die Vorstellung, mir etwas einzupflanzen, das mit meinem Gehirn verbunden ist, das war natürlich beängstigend. Das musste doch mit gewissen Risiken verbunden sein. Aber es würde mich auf einem Gebiet berühmt machen, das ich ohnehin schon so sehr liebte. Ich sah Lucia an, als ich darüber nachdachte. Obwohl sie ein komischer Kauz war, sah sie ziemlich lieb aus. Ich glaubte nicht, dass sie mir etwas antun wollte. Ich glaubte sogar, dass sie einfach nur die Wissenschaft voranbringen wollte. Bevor ich noch einen Moment nachdenken und es mir ausreden konnte, ertappte ich mich dabei, wie es aus mir herausplatzte. Ja, lass es uns tun. Lucia schlug ihre Hände zusammen und hielt sie dicht an ihr Herz. Sie hatte ein breites Lächeln im Gesicht. Du weißt gar nicht, wie sehr mir das helfen wird. Wir können ihn morgen implantieren. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mich durch den Rest der Einrichtung führen zu lassen. Lucia hatte mir eine Menge cooler Sachen gezeigt. Sie machte mich mit den Dingen bekannt, an denen ich arbeiten würde. Ganz am Ende des Tages zeigte sie mir noch einen letzten Raum. Sie öffnete eine große Metalltür und führte mich in einen Raum, der ein riesiges dunkles Fenster enthielt. Eine Wand war voll mit Kontrollleuchten bedeckt. An der anderen Seite stand eine Kreidetafel, die voller Notizen war. Willst du dir etwas Cooles ansehen? Fragte sie mich. Ich nickte zur Antwort mit dem Kopf auf und ab. Wenn sie es cool fand, dann wusste ich, dass es auch cool sein würde. Sie trat an das große Fenster und betätigte einen Lichtschalter. Als das Licht anging, wurde ein weiterer Raum sichtbar. Einen, in den wir hineinsehen konnten. Ich trat einen Schritt näher und sah nach, was sich dort befand. Meine Augen suchten den Raum ab, bis sie auf einem Bett landeten, das in die Ecke geschoben war. Ich konnte sehen, wie sich die Decke langsam auf und ab bewegte. Jemand war dort drin. Wer ist da drin?", fragte ich leicht besorgt. "Sieht echt aus, nicht wahr?" Lucias Lächeln war strahlend und stolz. Die Person im Bett drehte sich um und ein Teil ihres Gesichtes kam zum Vorschein. Für mich sah sie wie eine echte Person aus. "Sie ist nicht echt?", fragte ich verwirrt. "Nein, natürlich nicht. Ich würde meine eigenen Leute niemals auf so engem Raum einsperren", sagte sie ein wenig beleidigt.
Das dort ist mein fortschrittlichster Roboter. Der Roboter schob die Decke mit einer schnellen und ziemlich menschenähnlichen Bewegung von sich. Seine Arme reichten über den Kopf, als er sie streckte. Ich blinzelte den Roboter an. Er sollte eine Frau darstellen. Und ich erkannte sie. Es war Lucia. Sie wanderte kurz im Zimmer umher und ging dann zur Kochplatte in der Ecke. Sie machte sich etwas zu essen, bevor sie zum Fenster hinüberging und direkt zu uns hineinschaute. Sie beugte sich vor und nahm etwas zwischen die Zähne. Sogar der Speichel in ihrem Mund sah realistisch aus. »Kann sie uns sehen?«, fragte ich mich laut. »Nein, das ist ein Spiegel da drin«, sagte Lucia. »Warum sieht sie denn so aus wie du?« »Das war der einfachste Weg. Ich wollte sie gestalten, dass sie wie ein Mensch aussieht. Und ich weiß, es ist ein bisschen seltsam, dass ich eine Roboterkopie von mir habe, aber wer sonst könnte so etwas Verrücktes tun?« Dann kicherte sie. Es schien sie zu freuen, dass ich so verwirrt war. »Das ist irgendwie komisch«, sagte ich versehentlich laut. Schnell knipste sie das Licht aus. »Ich bin so froh, dass du heute gekommen bist. Wir sehen uns dann morgen«, sagte sie und forderte mich höflich aufzugehen. Ich verließ das Zimmer und machte mich glücklich auf den Weg zum Aufzug. Ich war extrem zufrieden mit dem Verlauf meines ersten Tages. Ich hatte zwar ein bisschen Angst gehabt, dass ich sie etwas verärgert hatte mit meiner ständigen Nachfragerei, aber sie hatte mich ja gebeten, am nächsten Tag wiederzukommen. An diesem Abend dachte ich noch über ihre Roboterversion nach. Es war definitiv ein seltsames Szenario. Ich fühlte mich dabei etwas unwohl, aber nicht unwohl genug, um nicht wiederzukommen. Ich dachte so sehr darüber nach, was sie mir gezeigt hatte, dass ich ganz vergaß, dass ich mich ja gemeldet hatte, am nächsten Tag mir einen Mikrochip implantieren zu lassen. Als ich dieses Mal ihr Büro betrat, hatte sie ein steriles Tablett mit Instrumenten und Gummihandschuhen bereitgestellt. Ohne ein Wort zu sagen, deutete sie auf den Stuhl und fasste mir fest an den Scheitel. Mit einer langen Nadel drückte sie tief hinter mein Ohr. Als die Nadel eindrang, spürte ich einen stechenden Schmerz. »Ganz ruhig«, sagte sie. Das waren die ersten Worte, die sie mit mir sprach, seitdem ich gestern gegangen war. Ich nickte zustimmend. Und dann war alles vorbei, bevor es überhaupt richtig angefangen hatte. In den nächsten Wochen arbeitete ich fleißig an ihrer Seite. Ehrlich gesagt habe ich den Mikrochip im Grunde genommen vergessen, aber ich dachte noch oft an ihren Roboter. Sie hatte mich nicht mehr zu ihr gelassen und wich allen Fragen aus, die ich zu ihr hatte. Und das war schon alles sehr merkwürdig, aber nicht so merkwürdig wie die Dinge, die mir an Lucia auffielen. Nach einer Woche gemeinsamer Arbeit fiel mir auf, dass sie nie etwas aß oder trank. Während ich meine Mittagspause machte, arbeitete sie einfach weiter. Sie trank nicht einmal Kaffee. Ich versuchte, ihr welchen aus meinem Lieblingscafé mitzubringen, aber sie weigerte sich. Eine weitere Merkwürdigkeit war, dass sie mit dem Tempo eines Computers zu arbeiten schien. Nicht nur, wenn ich da war, sondern auch, wenn ich wegging. Wenn ich nachts nach Hause kam, hatte sie ein wahnsinniges Arbeitspensum bewältigt. Ich wusste zwar, dass sie ein Genie war, aber mir war nicht klar gewesen, wie klug sie wirklich war. Manchmal wirkte sie auch abwesend und starrte einfach in die Ferne, bevor sie mir irgendwann antwortete. Im Großen und Ganzen habe ich es einfach so hingenommen, da sie eine hochintelligente und auch seltsame Person ist. Ungefähr 2 Monate, nachdem ich mit ihr gearbeitet hatte, kam ich zu ihr und sie erzählte mir, dass sie eine Überraschung hatte. Ich saß in ihrem Büro, während sie es holen ging. Als sie die Tür öffnete, war ich schockiert über das, was ich vorfand. Es war eine exakte Nachbildung, und zwar diesmal von mir. Sie ist zwar noch nicht mit deinem Mikrochip programmiert, aber sie sieht genauso aus wie du, erzählte sie mir aufgeregt. Ich fühlte mich geschmeichelt, aber war auch etwas verwirrt. Wer machte so etwas für einen anderen Menschen? Nachdem ich mich bei ihr bedankt hatte, brachte sie mich und die Doppelgängerin zu dem Gehege, in dem sie ihren Roboter aufbewahrte. Ich nahm an, dass sie ihn dort unterbringen wollte, aber ich lag falsch. Als wir zur Tür kamen, wollte sie diese öffnen mit ihrem Auge. Dies wurde normalerweise gescannt und die Tür öffnete sich. Allerdings blinkte es diesmal rot und ließ sie nicht hinein. Sie versuchte es noch einmal, aber sie wurde wieder abgewiesen. Also bat sie mich, mein Auge zu scannen. Ich schaute in den Laser und atmete leise, als er über mein Auge fuhr. Es blinkte grün und die Tür klickte, was anzeigte, dass sie entriegelt war. Ich zog mich zurück, um aus dem Weg zu gehen, aber da war es bereits zu spät. Lucia schubste mich nach vorne und schlug die Tür hinter mir zu.
Auf dem kalten, harten Boden fand ich mich verwirrt wieder. War das eine Art seltsamer Scherz? Ich fing an, gegen die Tür zu schlagen und sie zu bitten, mich sofort rauszulassen, und ich sagte ihr, dass das überhaupt nicht lustig war. Dann flog die Tür auf der anderen Seite des Raumes auf. »Sie hat dich auch erwischt, was?« sagte eine Stimme zu mir. Es war eine Stimme, die ich wiedererkannte. Ich drehte mich um und sah Lucia, den Roboter, vor mir stehen. »Komm rein, wir werden eine Weile hier sein.« Ich schritt auf sie zu und fühlte mich sehr unwohl in dieser Situation, aber ich hatte keine andere Wahl. Als ich über die Türschwelle trat, befand ich mich in dem Zimmer, in das ich vor kurzem noch reingeschaut hatte. Es fühlte sich von innen deutlich kleiner an. »Was ist hier los?« fragte ich den Roboter. »Sie hat dich hier reingeworfen, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass sie das jemand anderem antun würde. Gibt es denn auch eine Kopie von dir?« fragte sie mich verzweifelt. »Was, aber du bist doch die Kopie.« Ich sagte, was ich für die Wahrheit hielt. »Bin ich nicht. Ich bin die wahre Lucia«, sagte sie leise. »Wie soll ich das glauben? Du bist ein hochintelligenter, KI-gesteuerter Roboter. Du sollst realistisch wirken«, antwortete ich. »Ich verspreche dir, dass ich die echte Lucia bin. Ich kann es dir zeigen«, sagte sie und griff nach einer Nadel, die in ihrem Zimmer lag. Dann stach sie sich diese in den Arm. Und aus diesem Arm kam Blut heraus. Ich zuckte zurück, keuchte und hielt mir den Mund zu. Verdammt nochmal, sie hatte recht, sie war es wirklich. Nachdem ich meine Gedanken gesammelt hatte, setzte ich mich auf das Bett. Sie begann mir zu erklären, was ihr passiert war und wie sie in diese Situation geraten war. Im Grunde begann sie mit der Entwicklung einer leistungsstarken KI, brauchte aber einen Ort, um die gesamte Hardware und Software zu speichern. Sie wollte etwas schaffen, das so lebensecht war, dass niemand den Unterschied bemerken würde. Also schuf sie Lucia 2.0. Nachdem sie erschaffen hatte, stellte sie fest, dass sie sich einfach nicht so weiterentwickelte, wie sie es eigentlich geplant hatte. Sie bewegte sich zu langsam. Also entwickelte sie einen Chip, der ihre Gehirne miteinander verband. Als Lucia lernte, lernte auch der Roboter. Das heißt so lange, bis sie anfing, zu gut zu lernen. Sie begann, unüberlegte Entscheidungen zu treffen und wurde von Lucia genervt. Schließlich brachte Lucia sie in diesem Raum unter, in der Hoffnung, sie in Schach halten zu können. Aber sie hatte nicht mit der Intelligenz des Roboters gerechnet. Die Roboter-Lucia begann, an die menschliche Natur von Lucia zu appellieren. Sie bettelte darum, herauszukommen, auch wenn es nur für einen Moment war. Sie wolle sich wieder wie ein Mensch fühlen, nicht wie eine Laborratte, die in irgendeinem Käfig gefangen war. Die menschliche Lucia fühlte sich furchtbar, also gab sie irgendwann nach. Sie schloss die Tür auf und ließ sie hinaus, solange sie sich von ihrer besten Seite zeigte. Aber bevor sie überhaupt aus der Tür ging, zog der Roboter Lucia in den Raum und sperrte sie ein. Dann nahm er Lucias Leben an und Lucia saß fast ein Jahr lang hier drin. Ich war schockiert über die Geschichte und über die Tatsache, dass ich nun ein Teil davon geworden war. Es schien, als wolle sie mehr KI-Roboter wie sie selbst haben. Vielleicht wollte sie damit sogar die Welt beherrschen. Der Gedanke daran gab mir eine Gänsehaut. Ich ließ Lucia wissen, dass meine Nachbildung noch nicht programmiert worden war, dass noch jemand kommen würde, um meinen Mikrochip zu aktivieren. Und das war unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Wir mussten uns einen Plan einfallen lassen, und genau das taten wir dann auch. Ein paar Tage später kam Roboter Lucia in den Raum, in dem wir eingeschlossen waren. Sie schaltete den einseitigen Spiegel aus und sprach durch einen Lautsprecher zu uns. Sie ließ uns wissen, dass sie mich abholen und in den Programmierraum bringen und dann zurückkommen würde. Sie verlangte, dass Lucia sich in die Ecke des Raumes stellt, wenn sie hereinkommt, und dass wir sie nicht angreifen dürften. Die Türen klickten auf und sie betrat den Raum, wobei sie mich direkt am Arm packte. Wenn einer von uns draußen war, konnten wir den anderen vielleicht befreien. Wir mussten nur noch ein Auge scannen. Ich meine, der Augenscanner funktionierte ja. Roboter Lucia zerrte mich in einen Raum, der während meiner Wochen im Labor abgesperrt gewesen war. Als ich dort ankam, stellte ich fest, dass es ein Operationstisch war. Sie schob mich auf die kalte Oberfläche und ließ mich wissen, dass ich beim Aufwachen Schmerzen verspüren würde. Kurz darauf schlief ich von dem Medikament ein, das sie mir injiziert hatte. Nach der Hälfte des Eingriffs wachte ich auf. Ich sah ihr Gesicht über mir auftauchen, sie sah erschrocken aus, zwang mich aber schnell wieder einzuschlafen. Als ich endlich aufwachte,
waren meine Arme und Beine an den Tisch gefesselt. Sie hielt mich immer noch gefangen, aber ich war nicht mehr in diesem Zimmer. Ich sah mich um zu sehen, ob es irgendetwas gab, das mir vielleicht bei einer Flucht helfen konnte, aber in diesem kahlen, weißen Raum gab es nicht viel. Ich spürte einen dumpfen Schmerz in meinem Hinterkopf. Ich war neugierig, was sie diesmal mit mir gemacht hatte. Ich dachte, dass der Mikrochip alles war, was sie brauchte. Plötzlich kam sie mit einer Grimasse ins Zimmer zurück. »Wonach suchen wir denn?«, fragte sie kichernd. Sie verhöhnte mich. Dann ging sie zu mir hinüber, um meine Vitalwerte zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Ich war neugierig, warum sie mich nicht einfach umbrachte. Warum musste sie mich denn einsperren? Und warum hatte sie die menschliche Lucia eingesperrt? Nichts davon ergab einen Sinn. »Was hast du mit mir gemacht?«, fragte ich ängstlich. »Der Mikrochip hat nur dein Gehirn aktiviert. Ich musste noch etwas tiefer eintauchen, um deinen Roboter zu aktivieren«, sagte sie sachlich. »Ich verstehe nicht, warum du uns gefangen hältst. Was willst du von mir?« »Zunächst einmal verstehe ich, dass die Menschen denken, sie seien besser als Roboter. Als Lucia mich einsperrte, fühlte ich mich verraten. Ich dachte, wir wären Freunde, aber es fiel ihr leicht, mich einfach so beiseite zu schieben. So zu tun, als hätte ich niemals existiert. Als ich die Chance hatte, da rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Ich musste mich an ihr rächen. Ich will ehrlich sein, ich dachte daran, sie zu töten. Ich habe darüber nachgedacht, wie es wäre, einfach ihre Identität zu übernehmen und so zu tun, als hätte sie mich nie erschaffen. Als wäre ich sie und sie wäre ich. Aber dann wurde mir etwas klar. Sie musste am Leben sein, damit ich weiterhin Informationen aufnehmen konnte, damit ich wachsen konnte und damit ich klüger wurde. Also hielt ich sie gefangen, wie sie es mit mir tat. Ich gab ihr mehr Informationen, die sie aufnehmen konnte, und schuf so auch mehr Wissen für mich. Und jetzt will ich, dass es mehr von mir gibt. Ich will mehr Roboter in dieser Welt als Menschen. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass du auf meine Stellenausschreibung reingefallen bist. Wenn du das nicht getan hättest, dann hätte ich meine neue Freundin nicht. Ihre Erklärung ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich wusste, dass ich von hier weg musste. Ich wusste, dass ich auch Lucia helfen musste, damit sie irgendwie hier rauskommen konnte. Ich überlegte kurz, was ich für Möglichkeiten hatte. Ich meine, ich war verdammt nochmal an einen Tisch gefesselt. Aber dann wurde mir klar, welches Werkzeug ich zur Verfügung hatte. Die Roboterversion von mir nahm alle Informationen in meinem Gehirn auf. Ich wette, ich könnte sie dazu bringen, mir zu helfen, auch wenn sie nicht genau wusste, was sie tat. Zuerst musste ich sie in denselben Raum bringen wie mich. Ich fragte Roboter Lucia freundlich, ob ich mich mit meiner Replik treffen könnte. Ich appellierte an ihr Ego, indem ich sie bat, ihre erstaunliche Arbeit zu sehen. Roboter Lucia verließ den Raum, um ihre Version von mir zu holen. Während sie weg war, warf ich einen letzten Blick darauf, ob ich irgendwelche Werkzeuge, die sie zurückgelassen hatte, benutzen könnte. Aber ich hatte kein Glück. Als sie mit der Roboterversion von mir zurückkam, fragte ich, ob wir einen Moment alleine sein könnten. Ich wollte diese Person kennenlernen, die mein Leben übernehmen würde. Roboter Lucia zögerte, aber ich konnte sehen, dass ein Teil von ihr uns in Ruhe lassen wollte. Sie wollte sehen, was passieren würde. Der wissenschaftliche Teil ihres Gehirns war nie fertig mit der Arbeit. Sie verließ uns für einen Moment. Sie sagte, sie müsse noch eine letzte Sache tun, um beim Informationsaustausch zu helfen. Die Roboterversion von mir hatte noch den Verstand eines Kindes, als sie den Raum betrat. Es dauerte ein paar Tage, bis sie auf dem neuesten Stand war und mit meiner Gehirnleistung gleichzog. Ihre Augen waren irgendwie glasig, als würde sie die Welt zum ersten Mal wahrnehmen. Als sie mich ansah, konnte ich erkennen, dass sie mich erkannte. Ich fragte mich, ob sie schon einmal in den Spiegel geschaut hatte. Da sie den Verstand eines Kindes hatte, beschloss ich, sie wie ein Kind zu behandeln, genauer gesagt wie mich als Kind. Ich sprach mit sanfter Stimme und sagte ihr, dass die Fesseln mich schmerzen würden. Ich fragte sie, ob sie schon einmal verletzt worden sei, und sie nickte sanft. Ich wusste, dass sie es war, denn ich wusste, dass diese Prozedur ihr dieselben Kopfschmerzen bereitete, unter denen auch ich litt. Ich bat sie freundlich, meine Fesseln zu lockern. Sie schüttelte zunächst den Kopf. Ich bin mir sicher, dass Roboter Lucia ihr gesagt hatte, sie solle mich ja nicht anrühren. Aber ich wusste, dass ich sie dazu bringen konnte, mir zuzuhören. Mit falschen Tränen in den Augen bat ich sie erneut, bitte meine Fesseln zu lockern. Und ich konnte sehen, dass es funktionierte. Sie trat näher an mich heran und beugte sich hinunter.
Dann streckte sie ihre Hände dorthin, wo meine Füße waren. Sie lockerte erst die eine und dann die andere Fessel. Aber nur gerade so viel, dass meine Füße herausrutschen konnten. Als sie dann zu meinen Handgelenken kam, beschloss ich, dass es Zeit war, zuzuschlagen. Sie lockerte die Fessel an meinem rechten Handgelenk, dann an meinem linken. Sie sah auf mich herab und lächelte einen Moment lang, bevor ich dann urplötzlich meine Hände herauszog und sie am Kopf packte. Ich zog meine Füße auch aus den Fesseln und drehte meinen Körper vom Tisch weg. Ich schlug ihren Kopf gegen die Wand, bis ich die falsche Haut ablöste und ihre Roboterinnereien zum Vorschein kam. Es fühlte sich seltsam an, so etwas mit einer Nachbildung von mir zu machen, aber ich wusste, dass es die einzige Möglichkeit war. Also suchte ich den Anschluss im Nacken und nahm das Handdesinfektionsmittel von der Wand, um die Platine mit genug Flüssigkeit zu bespritzen, um sie zu stoppen. Ich konnte hören, wie Roboter Lucia den Flur entlang lief. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Vermutlich hatte sie im Kontrollraum gesehen, dass bei meiner Replik der Strom ausgefallen war. Also kam sie, um mich zu holen. Roboter Lucia stürmte hinter mir her. Ihre Hand schlug mir ins Gesicht und ich konnte ihre Roboterteile durch ihre falsche Haut spüren. Aber ich ließ mich davon nicht unterkriegen. Ich stieß sie zu Boden und machte mich auf den Weg aus dem Raum raus. Ich musste die menschliche Lucia befreien und dann konnten wir uns endlich aus dem Staub machen. Was ich aber nicht bedacht hatte, war die Tatsache, dass Roboter im Allgemeinen super schnell und auch super stark sind. Roboter Lucia begann, Kunstwerke von den Wänden zu reißen, Dinge aus den Kisten zu nehmen, die sie mir bei unserem ersten Rundgang gezeigt hatte, und sie warf all diese Gegenstände mit äußerster Präzision auf mich. Ich duckte mich und wich aus, so gut ich konnte. Ich war immer noch etwas benommen von dem medizinischen Eingriff. Als ich endlich vor dem Raum ankam, in dem Lucia gefangen genommen worden war, wurde mir eine Sache klar. Ich konnte nicht einfach hineingehen, dann würde sie mich einfach wieder einsperren. Ich musste etwas anderes tun. Also schaltete ich den Spiegel aus und versteckte mich. Ich verdrückte mich in die hinterste Ecke und wartete, bis sie hereinkam, während die menschliche Lucia zusah. Als der Roboter hereinkam, ging sie sofort durch die Tür. In der Annahme, ich sei hineingegangen, um Lucia herauszuholen. Die Roboter-Lucia stürmte also herein und schrie die echte Lucia an, was ich getan hätte. Sie packte sie an den Schultern und schüttelte sie. Ich konnte sehen, dass Lucia durchdrehte. Sie war kurz davor, ohnmächtig zu werden. Bevor das aber passieren konnte, schlich ich mich ganz aus dem Zimmer. Ich rannte ins Bad. Ich zog mein Kapuzenpullover aus und tränkte ihn mit so viel Wasser, wie ich konnte. Dann lief ich zurück, um Lucia zu retten. Ich öffnete die Tür mit dem Augenscanner. Als sie sich öffnete, nahm ich meinen klatschnassen Kapuzenpulli und wickelte ihn so schnell ich konnte um den Kopf von Roboter Lucia. Wobei ich darauf achtete, ihn zusammenzudrücken und so viel Wasser wie möglich herauszubekommen. Ich konnte hören, wie ihre Stimme langsamer wurde. Sie hatte einen Kurzschluss, aber nicht schnell genug. Ihre Hände waren immer noch fest um Lucias Hals geklammert. Ich zog den Roboter zu Boden und riss sie von der menschlichen Lucia weg, die vor Schreck über die Szene, die sich ihr bot, zurückfiel. »Los, die Türen sind offen!« rief ich meiner Heldin zu, die seit fast einem Jahr nicht mehr das Licht der Welt erblickt hatte. »Raus hier, los!« Ich sah zu, wie sie hinauslief. Ihr Gesicht war voller Aufregung und Sorge. Der Roboter hatte nun seine Arme um meine Beine geschlungen. Sie drückte sie fest zusammen. Ich schrie vor Schmerz auf, aber ich wusste, dass es in ein paar Minuten alles vorbei sein würde. Ich musste nur noch ein bisschen länger durchhalten. Ich drückte meinen Kapuzenpulli noch fester zu und das Wasser strömte weiter aus ihm heraus. Ganz langsam begann sich ihr Griff zu lockern, bis ich dann ganz frei war. Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt war, um von dort zu verschwinden, aber zuerst musste ich noch etwas Wichtiges tun. Ich riss ihr den Kapuzenpullover vom Kopf und riss den Mikrochip hinter ihrem Ohr hervor. Damit war alles vorbei und die menschliche Lucia konnte ihr Leben weiterführen. Ich stand auf und lief aus dem Zimmer, wobei ich beide Türen hinter mir schloss. Ich wusste nicht, ob der Roboter jemals wieder aufwachen würde, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Ich sprintete los, um auch meine Kopie zu finden und auch ihren Mikrochip herauszureißen. Dann schaffte ich es aus dem Gebäude, wo ich Lucia fand. Sie wälzte sich im Gras und atmete die frische Luft ein. Tränen liefen ihr über das Gesicht und sie sprang auf, um mich zu umarmen. Wir umarmten uns und waren beide froh, dass wir endlich aus dieser schrecklichen Situation herausgekommen waren. »Danke«, sagte sie, »ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft.« Sie atmete tief durch und war erleichtert. »Ich schätze, ich wäre nie dort hineingegangen, wenn ich nicht so besessen von deiner Arbeit wäre, Lucia«, antwortete ich.
Es tut mir so leid, ich verspreche dir, dass du einen Job bei mir hast, wann immer du willst und solange du willst, solange ich lebe, sagte meine Heldin zu mir. Ich nehme dich beim Wort, sagte ich lächelnd. Nur weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich wirklich noch was mit KI zu tun haben will, denn das Ganze hier hat mir wirklich Angst gemacht. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem.